Flächen- und Volumenberechnung geht genauso leicht. Genauso leicht wie alles andere. Wenn man ein kleines bisschen mehr hinschreibt und sich eine Skizze macht, dann geht das 10-mal einfacher. Dass das mit ganz einfachen Prinzipien geht und man sich nicht für jedes von diesen Vierecken hier eine neue Formel machen muss, das erkläre ich dann einfach. Ich rede jetzt auch, damit hier oben links schon erscheinen und da kann man sich dann schon, wenn man ungeduldig ist, die Themen aussuchen. Aber auch zum Schluss werden die Themen dann hier nochmal einzeln vorgestellt, sodass man auf jeden Fall auf die richtige Playlist und zu den richtigen ausführlichen Erklärungen gelangen kann. Übrigens kann man dabei auch üben, ich rede jetzt mal absichtlich, damit ihr in Ruhe die Links aussuchen könnt. Übrigens kann man wunderschön üben, man braucht bloß immer die Videos anzuhalten, selber hinzuschreiben, sich selber Gedanken zu machen und dann zu gucken, wie ich es dann aufgelöst habe. Also wenn es alle Schüler konnten, ihr könnt es auch, sogar mit zusammengesetzten Körpern und Flächen, gar kein Problem. Na denn, ich wünsche viel Freude beim Verstehen. Also wirklich, der Effekt ist immer überragend. Oh, ich hab's verstanden. Das ist so schön. Und das wünsche ich euch. Tschüss.